Hallöchen und willkommen zurück bei Force of Nature. In der letzten Folge haben wir dann hier unser kleines Hühnchen gezähmt. Und ja, können mit dem noch nicht so viel anfangen. Wir brauchen irgendwoher dann mal Wasser und ja, Weizensamen haben wir. Aber Wasser fehlt. Ich weiß nicht, wo wir Wasser herbekommen. Damit das Ding dann irgendwann mal ein paar Eier legt. So, also nächste Quest. Get new level. Okay. Das war ja hier drüben. Was brauchen wir denn dafür? Das könnte Goldcoins. Okay, gut. Das müssten wir eigentlich auch irgendwie gebacken kriegen. Ich würde bloß... Ah ja, scheiße. Ich würde ja gerne nochmal so eine Truhe bauen. Das Problem ist, die können wir bloß in Innenräumen bauen. Und Innenräume können wir bisher nur das bauen. Okay, es geht. Wir bräuchten... Würde ich sogar fast sagen, dass wir das machen, dass wir noch ein paar Truhen haben. Um dann ganz einfach halt noch Sachen zu verstauen. Deswegen fällen wir jetzt mal noch so ein bisschen Zeug. Das ist wieder die falsche Axt. Nee, ne? Das ist bloß ein großer Baum. Ja, alles klar. Okay, da kommen wenigstens schöne viele von diesen Baumstämmen bei raus. Das macht echt Bock. Also nach wie vor bin ich da sehr begeistert von dem Spiel. Und es wird ja jetzt auch langsam immer mehr und immer... man muss immer mehr machen, um an was ranzukommen. So soll es ja auch sein. Ja, und das hat das Spiel bisher eigentlich sehr gut drauf. Finde ich. Okay, das hätten wir. Ropes brauchen wir noch und Sticks haben wir noch. Können wir direkt noch ein paar Ropes herstellen. Dann brauchen wir bloß noch die Palm Leaves wieder. Wie viele Ropes waren das? Ich habe keine Ahnung. Also 15. Also eigentlich 11 müssen wir herstellen. Nehmen wir direkt mal noch ein paar Sticks mit. Oh ja, müssen wir was trinken. Machen wir mal direkt. So, ich mach mal noch ein paar mehr Ropes. Frag mich, warum ich gerade Sticks sammle. Ich wollte eigentlich Palmblätter sammeln. Gehen wir mal zurück. Obwohl, wir können auch direkt nochmal einen Baum mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von diesen Holzbrettern dann, die wir dann aus den Stämmen wieder herstellen müssen. Dann nehmen wir hier direkt noch einen Baum mit. Und ein paar Palmen können wir vielleicht mal fällen, um nochmal ein paar Kokosnüsse zu bekommen. So, jetzt ist gerade wieder sehr dunkel. Ich glaube aber auch, die Nacht vergeht halt deutlich schneller als der Tag. Was ich auch gut finde. Also so ein Drittel Nacht, zwei Drittel Tag finde ich eigentlich immer okay. Oder von mir aus sogar ein Viertel Nacht und drei Viertel Tag. Kommt immer auf das Spiel drauf an. Denn sowas auch hier unten in die Leiste reinziehen? Ja, das geht auch. Okay, gut zu wissen. So, ist jetzt hier ein Baum? Ja. Wir dürfen eigentlich schon alles haben, aber wir nehmen direkt mal noch ein bisschen mehr mit, wenn wir schon mal hier sind. Ach, hier sind auch Bananen dran. Das ist auch okay. Also Bananen ist okay oder halt Kokosnüsse. Die stellen beide Ausdauer wieder her. Und drei Bananen. Wir hatten lange keine Banane. Die stellen sogar 15 Ausdauer her, allerdings in 20 Sekunden. Können wir direkt mal eine nehmen. Also das Essen dauert, glaube ich, immer relativ gleich lang, aber der Effekt hält danach halt noch ein bisschen an. Okay, und es wird schon wieder Tag, also doch deutlich schneller.
Bananen. Oh, noch ein paar Kokosnüsse. Da hinten gibt es nochmal Bananen. Auch die holen wir uns dann gleich noch. Oder? Ich würde auch, wir können von mir aus auch... Ach ja, da fehlt ja noch eine Rope. Ich weiß nicht, ist die fertig? Die ist eigentlich fertig. Palm Leaves. Fehlt noch eins. Wir brauchen ja dann auch wieder Zeug für die Truhe. So ist es ja nicht. Auch da bräuchten wir, glaube ich, dann sogar noch für eine Eisenbahn. Müssen wir da nochmal Eisen mitnehmen. Ich bin der Meinung, ich hatte alle Bahnen zu Nägeln gemacht. Ja, sieht so aus. Ich lege mir das jetzt mal hier unten rein. Ich will das mal sehen. Ah ja, okay. Brauche ich direkt bloß auf 8 drücken und dann futtert der das schon. Das ist natürlich optimal. Das ist ja super. Nehmen wir hier mal noch die... Oh, hier sind 3 mit Bananen voll. Lecker. 7 Bananen. So, direkt nochmal eine gefuttert. Und das dürfte dann reichen, falls ich hier durchkomme. Mir fällt gerade was ein. Haben wir nicht noch eine ganze Menge Fallen in unserem Crafting Table, die wir mal abholen können? Ich glaube. So, wir brauchen aber noch Eisenerz, noch 2-mal wenigstens, um einen Bahn herzustellen. Da wäre zum Beispiel einmal. Ne, das ist ein Stein. Da wäre nochmal Eisenerz. Kommt gleich nochmal. Finde ich gut, dass die Sachen nicht kaputt gehen. Dass man da nicht, es gibt ja Spiele, da musst du dann bei, nach jedem Stein, den du irgendwie auseinander gekloppt hast, erstmal wieder, das war ganz gut, erstmal wieder ein neues Werkzeug herstellen. Okay, je weiter unten die Stamina ist, desto mehr verbraucht er auch. Deswegen reicht das jetzt erstmal, wir dürften 4 Stück dabei haben. Ah, hier sind nochmal Nägel fertig, super. Klasse, dann können wir direkt die 2 bauen und dann können wir auch nochmal eine neue Hütte bauen. Jawohl. So, wo setzen wir die denn mal hin? Die könnten wir ja eigentlich hier oben daneben setzen. Oder? So. Hätten wir denn alles für eine Truhe? Nö. Planken fehlen. Okay. Und noch ein Bahn. Okay, die kriegen wir dann gleich. Planken können wir uns aber herstellen. Das wäre kein Problem. Die können wir doch eigentlich schneller hier drin herstellen. Ich könnte ja welche hier drin und... Ah ja, hier sind die anderen 35 Fallen. So, machen wir mal ein paar Planken klar. Da können wir nochmal eine Truhe, wo wir dann halt zum Beispiel auch hier die ganzen Sachen, was wir von dem Bären erhalten haben, reinstellen können. Oh, warte mal. Ey, da fällt mir gerade was ein. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Wir können doch hier... Fleisch mal herstellen. Okay, wird mir noch nicht angezeigt, was das bietet. Doch hier, 25 Heilung, okay. Ha, ja geil. So, wie sieht's aus? 39%. Unserem Hühnchen dort geht's gut. Hör auf, da rumzuhauen. Einer ist fertig und der andere ist auch gleich fertig. Jupp, super. Okay, das Häuschen dürfte dann auch jeden Moment fertig sein. Ah, noch nicht ganz.
Okay, wir brauchen eh 20 Planken, also müssen wir noch zweimal durchlaufen lassen hier oben. Danach können wir dann bestimmt mit dem neuen Level hier auch die ganzen Sachen herstellen. Das wäre geil, so ein schönes Schwert. 23 Schaden. Boah, 3 Bronzebahnen, Sticks, Ropes, okay, das kriegen wir ja alles hin. Dürfte das hier oben jetzt auch gleich fertig sein. Ja. Klasse. Kann ich das jetzt schon auswählen? Bin ich ja mal gespannt, wenn das hier gleich fertig wird, ob ich das dann direkt reinbauen kann oder ob ich dann nochmal neu in das Baumenü wechseln muss. Geht direkt. Das ist natürlich klasse. Könnten wir hier, ich drehe die mal, könnten wir... Ich glaube, das war wieder verkehrt gedreht, oder? Ich weiß es nicht. Könnte mal zwei reinstellen, hier so links daneben oder sogar hier rechts daneben. Das dürfte vielleicht sogar gehen. Kaffeebohnen. Fertig, gleich. Hühnchen, alles klar. Ja. Jawohl. Wollen wieder verkehrt rum. Oh, ich hab's gewusst, verdammt nochmal. Kann doch nicht wahr sein. Aha. Stellen wir es noch kurz anders hin. Das geht ja Gott sei Dank schneller. Sehr gut. Ja. So. Okay, dann packen wir hier mal hier solche Geschichten rein. Kann ich die irgendwie... Ne, ich dachte, es gibt eine Taste, womit ich die direkt rüberschieben kann. In die andere Kiste rein. Strawberry Seeds. Ich weiß jetzt nicht, ob da in der anderen Kiste schon welche drin sind. Wir können aber mal noch ein paar Fackeln bauen. So. Ach komm, hier oben hin am Stall können wir noch eine bauen. Oder hier so rein. Ja, reicht für die Nacht, oder? So, dann müssten wir uns gleich auf den Weg machen. Halt. Ja, okay, Strawberry Seeds sind hier nicht drin, dann lassen wir das da drüben drin. Noch ein paar Goldcoins zu sammeln. Oh, hier, das Fleisch ist fertig, das ist hier super. Klasse, da haben wir nämlich was, um uns dann zu verteidigen. Wo ich dann einfach das benutzen kann. Da sieht die Sache doch schon mal ein bisschen besser aus. Wir warten noch auf Tagesanbruch. Ich frage mich ja, können wir denn eigentlich irgendwann auch ein Bett bauen? Gate, große Zäune, okay, geil. Palisaden, krass. Also hier nicht. Hier nicht. Ha, ein Strohbett. Hätten wir sogar alles. Bräuchten wir Level 6 dafür. Wir sind aktuell, welches Level haben wir? Ich glaube Level 4. Oh Gott, ey, bräuchten wir noch zwei Level? Das ist ein bisschen schade, dass man das Bett erst so schnell... Genau, wir sind erst Level 4.
Dass man das Bett erst zu spät bauen kann, meine ich. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg und kloppen mal ein paar Goblins zu Brei. Und 6 Goldcoins brauchen wir noch, ne? 10 Stück waren das. Ich muss immer noch mal gucken. Weil ich ein bisschen doof bin, merke ich mir das nämlich nicht. Genau, 10 Goldcoins. Jo, da oben kommen irgendwo welche. Eine Ziege. Hey, warte mal. Ich glaube, ich muss im richtigen Moment Leertaste drücken, wenn das Netz ankommt. Kupfer, okay, auch nicht schlecht. Können wir ja trotzdem gebrauchen. So, beginnen wir hier einfach mal unsere Goldmünzenjagd. 3 gleich, okay. Das ist natürlich große Klasse, wenn da gleich 3 fallen lässt. Ich glaube auch bloß die Stärkeren lassen die immer mal fallen. Die hier haben meistens immer bloß die Kupfercoins dabei. Aber das auch, irgendwo finde ich es auch gut, dass man halt nicht levelt, wenn man hier Gegner oder irgendwas erschlägt, halt dafür keine EP bekommt, sondern halt dieses System benutzt wird mit diesen baue das und das und erfülle die und die Aufgaben. Finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht geht das noch anders weiter, wenn man denn, der hat gar nichts fallen gelassen. Wenn man dann das maximale Level erreicht hat, man könnte das irgendwo... Irgendwo könnte man das doch sehen, welches Level man irgendwie maximal erreichen kann. Wo war das denn? Ich weiß es gerade nicht. Goldmünze? Ja, da fehlen ja bloß noch 2. Hätte gedacht, das dauert länger. Könnten wir uns doch... Ah ne, können wir nicht. Hätte gesagt, sonst können wir uns hier eine Schneise zu unserem Lager durchschlagen. Gucken, ob ich die da oben einzeln pullen kann. Oh fuck, da kommen gleich 2. Der ist in 2 Schlägen weg, das ist okay. Waren das jetzt 2? Ne, der hat bloß einen fallen lassen. Ich futter mal so ein Stück Fleisch. Ja, Goldcoin. Super. Dann machen wir direkt das Level up. Dann werden wir nämlich ein bisschen stärker und halten mehr aus und haben auch mehr Lebensenergie und Ausdauer. Ja, neues Level. Super. Ast rein. Ganz große Klasse. Nächstes Level 6. Oh Gott. Flur, Wasser, okay, gut, da können wir dann auch für, können wir anscheinend jetzt schon Wasser herstellen und was auch immer das hier ist. Ist das Mehl? Man weiß es nicht. Ja, okay, Goldcoins nochmal 10 und halt Wasser. So, dann gucken wir mal, was wir dann gerade für Aufgaben bekommen haben. Wir können ja noch ein bisschen kämpfen. Da, 2 Goldcoins, da hätten wir die nämlich dann schon mal. Goldmünze aus. Das sind auch, glaube ich, immer die stärksten, die wir bisher getroffen haben. Aber die sind immer noch nur Level 1. Also ich weiß gar nicht, welches Level die dann mal erreichen können, die Gegner. Oh, das sind 2. Sah zumindest so aus, als ob sich da noch ein zweiter in Bewegung gesetzt hat. Ah, da unten. Da ist noch ein Fuchs. Scheiße. Aber der haut ja eigentlich ab, ne? Ich den haue. Da ist noch ein Huhn. Hey, vielleicht kriegen wir das. Der da oben ist alleine. So.
Mist. Da oben ist wieder ein Bär. Komm her, ich leg mich mit dir an. Kriegen wir auf jeden Fall kaputt. Ach komm. Das ganze Weizenzeug nehmen wir alles mit. Wie viele Goldcoins haben wir denn schon? 4 haben wir wieder. Okay, 6 brauchen wir noch. Vielleicht sollten wir tatsächlich erstmal dann auch. Oh, hier oben ist wieder anderes Erz. Da oben ist noch ein Huhn. Das probieren wir nochmal. Oh, das ist wieder dasselbe. Das kann auch sein. Shit. Da oben ist ein Fuchs. Ist das der von vorhin? Nö. Der haut wahrscheinlich wieder nach 2 Schlägen ab. Der macht auch ganz gut Schaden. So, jetzt gucke ich, was das hier für Erz ist. Sieht nach Silbererz aus oder so. Zinn. Okay. Nehmen wir noch mal ein bisschen was mit und dann machen wir uns mal auf dem Heimweg. Da kommen wenigstens 4, okay. Okay, 5. Immer eine gerade Zahl. So, 6 mal Zinn. Ich gehe mal langsam zurück. Vielleicht finden wir auf dem Rückweg noch irgendwo ein Tier, was wir mitnehmen können. Oh, es wird echt dunkel. Scheiße. Hallo? Ich höre noch was. Wir gucken erstmal, was wir alles so Neues herstellen können. Kann ich mich hier nicht direkt... Pass auf, ich schlag mich jetzt mal hier durch. Da sind wir nämlich unten direkt bei unserem Strand. Glaube ich. Ist ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt so dunkel ist. Ihr seht wahrscheinlich... Hey, was ist denn das da rechts oben? Eine Ziege? Ist das wieder eine Ziege oder ein Schwein? Oh, shit. Wer dann noch? Fuck. Das ist ein Wildschwein. Oh, oh, guck mal, Gewitter. Ach, krass. Ey, bleib hier. Krass, geil. Schön Wildschwein erschlagen. Ich sehe echt nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwie langkomme. Okay, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Da finden wir dann wieder nach Hause und gucken mal, was wir alles so Neues herstellen können. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein bis zur nächsten Folge. Ciao.